21 Blöcke muss ich freilassen vom Stadtzentrum aus nach da. Ach so, weil dieses Finanzzentrum, na, so ein Scheiß. So, jetzt kann ich Tee machen, Tee baue ich da hinten hin. Ich wünsche, bei mir wird es auch so gut laufen wie bei Marcel. Aber das war mir schon von Anfang an klar, dass ich damit Probleme haben werde. So, hier ist Dead Zone. Das heißt, hier muss ich jetzt zählen. Was habe ich gesagt? 21, ne? Was? 21 Blöcke, ne? Ja, weiß ich nicht. Egal, ich vertraue mir einfach mal 21. Ich weiß nicht, ich habe hier so ein Layout, wo ich total viele Teeplantagen bauen kann. Ich hoffe mal, das passt hier gar nicht hin. Scheiße. Okay, 18 von hier unten aus. Nee, passt da nicht hin, scheiße. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Oft, du hast keine Angst, dir die Hände schmutzig zu machen. Was? Ach, Schnauze. Wenn was schief geht, enttäuscht im Trenchcoat ihr Scheitern zu Kenntnis, weil ich was abgerissen habe, oder was? Nee, weil ich den Auftrag abgebrochen habe. Ich habe jetzt keinen Bock auf den. Ich will jetzt erstmal die Stadt bauen. Warum habe ich schon Minus bekommen? Gut, okay. Unfair. Unzufrieden. Ist ja total unfair. Unzufrieden. Ja. Gut, unzufrieden ist immer gut. Unzufrieden ist immer gut. Eins, zwei. Ich habe vom Stand gerechnet. Das heißt hier. Jetzt brauchen wir noch 21 von da. 21. Nee. Doch, 21 Nein. von da. T. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. So, dann muss also jetzt hier hin das Stadtzentrum. Muss ich das Drecksding da mal wegreißen? Ich baue erstmal nur zwei Teeplantagen, oder? So, hier muss das Stadtzentrum hin. Genau der Radius, ganz genau der Radius vom Stadtzentrum wird da ausgenutzt. Okay. Das muss so dahin. Klatsch. So. Gut. Wenn es jetzt nach links oder rechts, also nach rechts hier rüber, wenn es dann hier am Berg da anstößt, dann kann ich da nichts für. Dann klappt es eben nicht so, wie ich mir das vorstelle. Dann kann ich da nichts für. Na, jetzt fangen wir mal mit dem Bauen an, endlich. Dass es jetzt hier mal vorangeht. Bei mir ist noch nichts. 42 Minuten und nichts ist passiert. Nicht mal die Stadt steht. Gerade mal ein Stadtzentrum habe ich jetzt. Aber dafür passt jetzt auch hoffentlich alles. Ansonsten, ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gut. Dann steht's ein über, geht dann hier rüber, flupp. Jetzt muss ich jetzt 205 Credits ausgeben. Kann ich ja nicht, natürlich. Kann ich natürlich nicht. Warum nicht? Weil ich da noch kein Konto stehen habe. Ich lasse das auch erstmal. Geil. So, mach ich das noch ein bisschen Einwohner. So, 1, 2, 3, 4, 5. Ich glaube, noch eine Teeplantage wird gut aussehen. Genau, das ist das. Dann 1, 2, 3, 4, 5. Nein. Ja, nee, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Hier muss noch eins. Bitte hin, nicht, ich kann das jetzt nicht bauen. Sechs nee. Nach hier. Nee, bitte sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs ist dann frei. Und dann kommt hier die sieben und das geht dann nach hier oben. Und dann ist hier auch schon das Ding des Wahrheitsministerium eingeschlossen. Na, ich müsste das jetzt nicht hinbauen. Also eigentlich braucht man das Wahrheitsministerium gar nicht mehr, weil das das Monument dann übernimmt. Aber ich möchte ganz gerne den Effekt von dem Ding haben und deswegen werde ich das trotzdem wieder platzieren. So, jetzt kann ich mehr Sachen bauen. Was kann ich denn jetzt bauen? Na, die Konzerthalle. Was, so weit bist du schon, ey, übel. So, Energie, Windrad. Oh, scheiße. Sind schon aufgestiegen, ohne dass ich das wollte. Das ging aber schnell. So, dann hier 1, 2... 3, hier warte mal, 1. Was brauche ich für Wechsel nochmal? Wie viel? Eine Eisenmine und eine Kohlemine oder wie war das? Also, ich mache es immer so: 2 Eisenminen, eine Kohlemine, 2 Eisenschmelzen, 4 Werkzeugfabriken. Das ist das Beste. 1, 2, nee, 1. Mann, ich komme hier komplett jetzt raus. 1, 2, 3, 4, 5. So, ich muss 5 freilassen, dann kommt hier bei 6 die Straße hin. So, also 1 frei, 2, 3, 4, 5. So, das heißt, dass hier die Straße dann hinkommt, ne? Oh Mann, wie viele Kontoren ich jetzt hinbauen muss. 1, 2, 3, 4, 5. Gut, 1, 2, 3, 4, 5. Ich will mich halt nicht verbauen, deswegen tue ich hier alles doppelt und dreifach kontrollieren. Das ist schlimm, ich weiß. Aber du hast gesagt, eine Kohlemine, 2 Eisenminen sind 2 Eisenschmelzen und 4 Werkzeugfabriken. Ja. Dann mache ich eine Eisenmine, eine Kohlemine und ein Eisending. Ich habe nur eine hier, da muss ich dann noch woanders was hinbauen. Früher war das mal anders, es wurde gepatcht. Ein und dann 2 von denen. Weil früher hat eine Eisenschmelze nur für ein Werkzeug gereicht. Das weiß ich noch ganz genau. Oder war es nur in der Kugel? So, ich weiß es nicht mehr. Na egal. Energieknappheit. Naja, egal. So, ich weiß. Ich bin eigentlich blöd. Ich bin so blöd. Ich hätte einfach nur hier. Hier habe ich die eine Straße und dann einfach hier den Rest von dem Ding freilassen. Hier kommt dann später eine Polizeistation hin. Und die Straße hier, die führt weiter bis ins Nirvana zurzeit. Jetzt habe ich hier wieder lästige Bäume. Entschuldigung, Natur, aber die Bäume behindern meine Sicht und das möchte ich nicht. Und das hat sich gereimt und alles, was sich reimt, ist gut, wie wir wissen. Jetzt fangen wir hier erstmal an, Häuser hinzuklatschen. 1, 2. Achso, hab kein Material mehr. Mann, oh. So, die wollen jetzt natürlich alle aussteigen, das lasse ich aber erstmal. Sehen wir, wie schnell das hier aufgestiegen sind. Auf einmal ging es Schlag auf Schlag, ne? Tja, ich gucke hier gerade noch mit ein paar Leuten rum. Ich bin noch weit vom Aufsteigen entfernt. Aber auch nur, weil mein Building-Layout hier so ein bisschen kompliziert ist. Nur ein bisschen. Ich glaube, das liegt am Eboshi. Aha. Ja, ich sag absichtlich die Namen falsch. Das, ne? Nicht, dass hier jemand denkt, der Idiot, der kann die Namen nicht richtig sagen. Ne, das mache ich absichtlich. Der Salomon David und der Eboshi. Schweichwerbung für Bosch. Was? Ich produziere hier Bosch Akkuschrauber. Ja, ist klar. Ja, ist das so? So, dann haben wir hier das Kevin, du willst mich doch verarschen. Ich produziere doch nie im Leben eine Eisenschmelze, produziert doch nie im Leben für 2 Werkzeugfabriken
genug also, Eisen. Ich krieg mit 2 für 4, es reicht. Jetzt wenn ich eine für 2, reicht doch dann auch, oder nicht? Theoretisch schon. So, dann kommt hier eine Straße hin. Genau, die Straße muss dann durchgezogen werden. Hm. So, dann bleibt hier jetzt hat Platz für ein für Reststoffpresswerk. Das ist 3 breit. Ich setze mir mal das Haus nur kurz so zur Markierung, also 2 und dann hier freilassen. So, dann reiß ich's wieder weg. Ich schalte die mal ab. Weil ich muss erst mal ein bisschen Eisen lagern, sonst produziert hier gar nichts. Hm, komisch. So, und jetzt brauchen wir nur noch das Casino. Die Leute sind zufrieden, die ziehen ein. Wir brauchen noch Getränke, 176. Ich glaube bei 180, nee, 144. 144 und wie viel kann ich haben? 176. Holz. Dann bauen wir mal Spirituosenfabrik. Schreibt mich da Dominik an, aber das ist mir gerade Wurst. Jetzt baue ich's Grude Oil. Hm. Yes. Es kommt noch. Vielleicht. Irgendwann. Und passt jetzt auf deine Insel? Ich weiß nicht, ob es passt. Ich habe jetzt einfach mal alles vermessen und wenn irgendwo was nicht hinpasst, dann kann ich nichts. Kann ich nichts machen. Also so wie es jetzt ist, ist es optimal. Also nach links kann ich optimal bauen und nach wie es nach rechts ist, weiß ich nicht, ob mir da der Berg im Weg ist. Ich finde scheiße, dass man keine Berge wegsprengen kann oder so. Das wäre mal geil. Das wäre mal geil. Da würde ich sogar ein DLC für bezahlen, wenn man Berge wegsprengen könnte. Terraforming. Dafür würde ich sogar ein DLC bezahlen. Weil das wäre es mir wert. So, das waren die Pole. Ich kann weg. Das brauchen wir nicht mehr. Dessen müssen wir jetzt neu platzieren. Und zwar brauchen wir 3, 4, 5, 6, 7 Platz. Das ist dann 8x8. Neue Gebäude zum Bau bereit. Der hat immer noch nichts. Ich hab halt noch nichts. Ist ja nicht meine Schuld. Nee, bei mir. Der hat immer noch kein Eisen hergestellt. 3 Stück gerade mal. Wo? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, ich würde sagen, ich klatsche es einfach mal hier hin. Oder? Ja. Dahin kommt das Warendepot. Erzbohrock fast. So, dann brauchen wir hier eine Straße mit 2. Hier 2. Ich benutze gern diese Building Layouts. Ich werde die auch mal in der Beschreibung verlinken. 1, 2, 3, 4. Es ist scheiße, wenn man keine räumliche Vorstellung hat. Das ist einfach ein Mist. Aha. Ja. 1, 2, 3, 4, 5 und dann nach unten. Und dann auf der anderen Seite genau nochmal dasselbe Spiel. Oder? Also ja. Dieser Bereich hier, den ich jetzt markiert habe, hier in der Mitte. 1, 2, 3. Das ist das Monument dann. Zack, mir meine ist noch nicht markiert. 1, 2, 3. Hm? 4, 5 und dann nach oben. So, da kann ich jetzt, wenn das hier stimmt und es tut's, dann kann ich da jetzt nämlich 10 Spirituosenfabriken reinbauen und ich schwöre euch, wir brauchen die später. Wir brauchen sie. Ich sage, ich baue die jetzt nicht hin, weil die ist. Ja, du brauchst nachher genauso viel für Tee. Das ist ja genau das Gleiche. Das ist das Gleiche, nur in grün. Hm. Kann ich das so bauen? Ach komm, ich baue von der Mitte aus. Eine hier. Negative eine Umwelteinflüsse hier. Belasten Fruchtbarkeit. Negative Umwelteinflüsse schmeißen mich aus dem Fenster. Ui, 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 ui. Ja, kann ich bauen. Wie viel brauche ich hierfür? 2.
Das Problem bei dem Ding jetzt hier ist nur, das Ding hier ist hier blau markiert und die Reisfelder sind jetzt halt orange und grün. Toll, jetzt weiß ich natürlich nicht, was zu welchem gehört. Was mir jetzt meine Arbeit nicht sehr erleichtert, aber ich glaube, ich weiß schon, wie die das meinen. Und zwar soll man das da und dahin bauen und das da und dahin. Dann kommt später hier noch eine hin. Ja. Weißt du was, ich baue die gleich mal. Dann haben wir sie schon. Ich meine, ich muss sie so oder so hinstellen. Und dann kommt es dahin und es dahin und dann passt das Building Layout perfekt. Aber zwei reichen erstmal, deswegen stelle ich die mal auf Pause. Dann verbraucht die mir nicht so viel Strom und Geld. Ihr wollt Getränke und Aktivität. Na, dann baue ich euch doch mal ein schönes Casino. Ein schönes Casino. Casino. Casino, Casino. Guys hier. Hä? Was ist da los? Da hat's Bing hat's gemacht. Was denn? Ich weiß nur nicht, was. Ach so, weil ich nicht ins Fenster geklickt hatte. Das sollte man natürlich schon vorher machen, ne? Ja, doch. So muss ich's hinstellen. So, jetzt habe ich hier Casino, die ganzen Leute. Die Nachbarn finden auch, dass wir es hier gut getroffen haben. Ach so. Hm? Hey, ich kann jetzt hier keine Straße runterziehen. Hier gehört jetzt eigentlich eine Straße hin, geht aber nicht. Dazu baue ich erst das zweite City Center. Ach ja, genau, ich muss ja mal meine Stadt umbenennen. Wie nennst du die jetzt? Ja, so wie vorher auch. Wirklich? Ja. City 17. Aus Half-Life 2, Gordon Freeman lässt grüßen. Das sieht so. Ja, dann nenne ich meine jetzt, so wie ich es auch genannt habe, und zwar Freeman. Da. So, das zweite Stadtzentrum gehört dann auf diese Höhe, bloß dann nochmal 1, 2, 3 Häuser frei, das da. Heißt 6. City 14, ne, Kevin? 1, 2, 3. Scheiße. Okay, das sind schon mal 6, 7, 8, 9, scheiße, verrutscht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Für Häuser. Dann kommt hier das Stadtzentrum hin. Und ja, tatsächlich. Mhm. Es könnte hinpassen. Das ist knapp. Oh, es ist sehr knapp. Wenn hier der scheiß Minenbauplatz nicht wäre, ey. Ah, wenn der da nicht wäre, das wäre schön. Aber naja, da kann man nichts machen jetzt. So, jetzt hat Casino. Dann kommt hier eine Straße runter. Hier vom Casino aus. Hier kommt dann eine Feuerstation, ja, und ein Krankenhaus hin. Das heißt, da müssen wir auch nochmal Platz lassen. So, also das hier. Das ist das Monumentplatz. Und mein Monument stehen wird, steht noch mal nicht fest. Da kommt muss ich bis hier hin bauen. Nein. Das könnte sein, wegen diesem Flusspass, da bin ich richtig drauf. Fuck. Ich hab keinen Platz gelassen. Nur mal wegreißen. Ja, wegen dem Flusspass nicht drauf. Egal, dann passt da so ein Stück nicht drauf, dann baue ich die Häuser einfach anders hin. Bevölkerungsgruppe erfasst. Egal. Was? Nein. Ja, wegen dem Einfluss hier, der so eine scheiß Biegung macht. Bestimmt passt es nicht. Naja, gucken wir mal. Hier muss die Straße weg. Das Haus hier darf nämlich nur mit einem verbunden sein, ne? Ist ja eins, genau. Nee, jedenfalls falsch. Dann ist hier eine Straße und. 1, 2, 3, 1. Hier ist 2, 3, 1, 2, 3.
1, 2, 3, 1. Okay, dann würde ich sagen, ich mache mich mal munter ans Werk. 1, 2, 3, 1. Ja, ist natürlich klar.